Willkommen zurück, ihr lieben Kinder der Nacht, zu Stardew Valley, der bereits dritte Tag des Winters, und heute hat Linus Geburtstag. Genau, wir haben heute ein bisschen was vor. Wir wollten erstmal Wetterbericht. Ah ja, morgen schneit es weiterhin. Heute nicht so viel Glück. Königin der Soße, die Wiederholung, Tortillas, kennen wir schon. Tschüss. Ah, es ist schön. Es schneit so schön. Erst einmal möchte ich gießen. Ganz als erstes, wie immer. Und ich renne irgendwo gegen, weil ich unten lieber in die Leiste gucke. So. Ja gut, das ist jetzt nicht so produktiv, was ich hier mache. Effizient, wie auch immer. So. Ja, ich würde das aber jetzt auch nur einmal anpflanzen und danach dann die Gießkanne aufwerten. Ah, von Jody. Hi Yuriko, ich habe viel zu viel Dünger für den Garten bestellt. Ich bin mir sicher, du kannst was damit anfangen. Pass auf dich auf, Jody. 5-mal Qualitätsdünger. Oh ja, das ist nett. So, was wollten wir heute noch machen? Der Mülleimer ist ja noch nicht fertig. Fange einen Tintenfisch. Das geht erst ab 18 Uhr. Wir könnten aber einmal in die Mine gehen. Wenn der Clint soweit ist, würde ich auch gerne unsere Spitzhacke aufwerten. Na, hübscher Vogel. So, noch ein weiteres Buch. Habe ich in der letzten Folge nicht schon genug gelesen? Hat die Folge dann auch viel zu lang gemacht wieder. Aber naja. So. Den Krokus. Den Jokus-Okus-Krokus. Der kommt da hinein. Genau. Wie gesagt, einmal kurz in die Mine. Ein bisschen gucken, was man jetzt machen kann noch großartig. Genau, wir wollten in den Steinbruch. Richtig. Das hier ist unser persönlicher Steinbruch. Hier können wir immerhin und uns Steine farmen. Keiner sagt was und ja, wir dürfen das einfach machen. Huch, ach, eine geheime Notiz. Geheime Notiz, sie ist alt und zerknüllt, aber wenn du sie dir genau ansiehst, ganz genau ansiehst, kannst du etwas erkennen. Genau, das hatten wir in der letzten Folge bekommen, und zwar die Lupe. Mit der können wir jetzt diese Gegenstände, diese geheimen Notizen finden und noch mehr über das Spiel erfahren. Hä? Also wir müssen hier stehen. Nach rechts, nach unten, nach rechts, nach oben, nach rechts und dann eben immer so weiter. Okay, also müssen wir erst einmal hier diesen Platz finden und dann einmal graben. Cool, sehr schön. Genau, ich mache jetzt einfach mal alle Steine hier weg. Das geht ja zum Glück recht fix. Natürlich, ich könnte auch eine Bombe nehmen, aber pfüh, nö. So. Denn die Bäume kommen hier auch weg. Sonst spawnen keine Steine und keine Erze. Und nix. Sehr schön. Genau, hier können wirklich alle möglichen Arten von Mineralien spawnen. Sowohl Edelsteine als auch normale Erze oder eben, wie man sieht, überall diese Steine. Und aus den Steinen bekommen wir eben auch diese Notizen heraus. Deswegen ist gut, dass wir jetzt auch die Lupe schon haben, dass wir das hier jetzt machen können. So, Moment. Erstmal der Baum muss weg. Genau hier, das meine ich. Das hier ist jetzt ein Aquamarinerz. Wenn wir das abkloppen, kriegen wir einen Aquamarin. Ah ja, genau, da ist auch noch ein Rubin, den Pierre haben wollte, aber pff. Ich gebe nicht wirklich viel auf die Freundschaft mit ihm, gebe ich zu. So, dann der Rubin. Dankeschön. Oben links sieht man schon diese Höhle. Hä, sogar beim Holzhacken? Oh, ich weiß, Anfang des Spiels hatten wir hier noch was gesehen. Ein anderes Erz. Aber gut. Die nächste Notiz. Das ist Pennys Schrift. Ich möchte allen etwas schenken, das sie lieben. Mama, Pastinaken und glasierte Süßkartoffeln. Kein Bier.
Jazz, Feenrose und Plumpudding, Vincent, pinke Torte und Weintrauben, Herr Mollner, Lauch und gebratene Pilze, Oma Mollner, Rübe und Tulpe. Also man lernt hier drüber auch nochmal kennen, was die Leute so mögen. Finde ich sehr schön, dass sowas mit eingebaut wurde. Genau, hier hatten wir auch noch gesehen, wie dort die Brombeeren dran gewachsen sind. Natürlich, es ist Winter, die Saison ist vorbei, also können wir die auch nicht mehr mit einsammeln. Aber wie gesagt, wir hatten hier eigentlich noch ein anderes Erz, aber naja. Ist anscheinend doch despawned und dann durch einen Stein ersetzt worden oder so. Also man muss wirklich auch relativ regelmäßig hin. Wenn dann das zu voll ist, wird das dann anscheinend ersetzt. Was ich schade finde, denn sonst hätten wir jetzt eben halt dieses andere Erz noch dazu bekommen. Naja. Aber gut. Ja genau, Energie können wir auch ganz simpel auffüllen, indem wir dann zum Bad hingehen. So. Sehr schön. Und wieder diese schöne Musik setzt ein. Ich sag's ja, solche Musik, wenn es gerade wirklich schneit und dann einfach mal spazieren gehen durch den Wald oder so. Das könnte ich bei meinen Eltern machen. Die wohnen ja relativ in einem Waldgebiet. So. Ja, wie gesagt, hauptsächlich nur Steine und normale Erze. Selten mal irgendwie Edelsteine. Denn man sieht ja, sehr viel Stein, einiges an Kupfer, denn ein bisschen Eisen hatten wir jetzt bekommen und gerade mal zwei verschiedene Edelsteine. Eisen hatten wir, glaube ich, auch nur einmal jetzt bekommen. Also nicht so viel. Aber wenn man Steine braucht, ist es besser, als dann in die Mine zu gehen. So. Ich schummel jetzt mal ein bisschen, in Anführungszeichen. Und erspar mir den Weg da hinten jetzt hin. So. So, dann hier den Krokus. Diesen auch. Und dann gehen wir eben ins Bad. Da wir ja sowieso nochmal neue Energie brauchen. Ah, hier. Zack. Ich bin mir sicher, dass du verstehst, warum ich Fremden gegenüber skeptisch bin. Aber lassen wir das hinter uns, okay? Du und ich sind jetzt Freunde, denke ich. Ja. Zack. Oh, schon wieder dieser Trilobit. Aber wirklich, überall sieht man jetzt diese Würmer um einiges besser. Deswegen, ich guck nochmal hier. Nee. Sonst ist hier nichts. Ah, doch, da ganz links. Stimmt, Linus geht jetzt rein, um sich aufzuwärmen. Wie hat er das gemacht, bevor das hier wieder frei war? Frage ich mich gerade. Naja. Wie gesagt, so wie mit den anderen beiden, als es den Erdrutsch gab. Wie haben die sich denn versorgt? Fragen über Fragen. Ja doch, ich denke mal, mit 27.000 wird man schon gut was anfangen können. Ich kann ja nebenbei mal ganz schnell rüberlinsen. Ja, genau, Tintenfisch, 18 bis 2 Uhr. Ansonsten, ja. Caroline. Ach, das lädt sich nicht auf. Oh, Mist. So, ansonsten... Nee, immer wenn ich rausklicke, das ist doof. Dann lädt sich das nicht auf. Ah, das ist doof. Das ist sehr doof. Ich wollte nämlich einfach nur mal kurz bei Pierre nachgucken. So, dann mache ich mal ganz kurz so dafür. Gemischtwarenladen. Genau, Pelikansaat. Ja, toll. Pastinaken, dann das Ganze. Ja, okay. Das wollte ich nur mal eben nachschauen. So.
Aber ansonsten, wie gesagt, soweit, ja, Sommer gibt es wie immer sehr viel. Ab dem zweiten Jahr gibt es dann auch noch Rotkohl zu holen, Artischocken und Knoblauch. Also wie gesagt, das brauchten wir gar nicht überteuert bei dem Verkaufsladen holen. So. Sagte ich gerade Verkaufsladen? Ich meine Wagen. Ja, sieht gut aus. Halt, da sind auch noch mal welche. Wie viele das auch immer sind im Winter. Boah, ist zwar wieder mal nur Lehm, aber besser als nichts. Genau, ich wollte noch wieder, wie gesagt, zum Steinbruch hin, noch ein bisschen weitermachen. Oder ich könnte noch was anderes ganz kurz machen. Dazu muss ich aber auch zum Steinbruch hin. Ah, wie gesagt, das hier können wir denn die Tage auch noch leer räumen. Das läuft nicht weg. Und zwar hier wollte ich hin. Wie man sieht, hier links ist die eigentliche Höhle. Die eigentliche Mine. Und jetzt können wir aber auch noch hier hinein. Auch noch mal ein paar Steine kloppen. Aber wie man sieht, das braucht schon etwas mehr Zeit. Und naja. Da würde ich dann auch eher dann hier alles freiräumen, wenn wir dann die Gold- oder die beste Spitzhacke haben. Na, da rechts sind noch zwei Schleimis. So. Oh ja, der Braune hier ist immer sehr schnell. Sehr zügig. Ja, ich weiß, es ist 18 Uhr. Jetzt ist die Zeit, dass wir hier den Oktopus, den Tintenfisch, fangen könnten. Ja, stimmt, Oktopus gibt es im Sommer und den Tintenfisch im Winter. So. Genau, das sind jetzt ein paar neue Gegner. Die gibt es, glaube ich, auch nur hier. So. Aber da wir ja angeln wollten, würde ich jetzt erst einmal wieder rausgehen, da wir das dann auch zu lange dauern würde, da das mir zu lange dauern würde, mit der Kupferspitzhacke hier das alles wegzumachen. Denn da das ja auch wieder resettet und die Steine wiederkommen, kann man hier unten quasi auch ganz gut die geheimen Notizen versuchen zu farmen. Ah ja, und das wurde auch richtig als Mine betitelt eben. So, dann gehen wir von hier aus bis zur Stadt. Genau. Und sind wieder hier. Sehr schön. Da unten blubbert es zwar, aber wir wollten ja unten ans Meer. Oh, Abigail. Abby. Abby. Hi, wenn dir jemals langweilig ist, kannst du ruhig in mein Zimmer kommen. Solange ich mich nicht gerade umziehe, natürlich. Ja, das ist klar. So, dann wollen wir doch mal gucken. Hier ist soweit nichts. Ich würde dann gleich sofort hier unten rechts zum Pier hingehen. Naja, noch mal ein paar Muscheln. Oder eine. So. Aber wie groß der Radius auch einfach ist von dem Leuchtring. Gut. Und jetzt wie immer warten. Gut. Das könnte er schon sein. Ich glaube, der war nicht so heftig zickig. Ah ne, ein weißer Thunfisch. Oh, die alte Puppe schon wieder. Das können wir gleich in die Angel packen. Obwohl, doch, der war relativ zickig, stimmt. Naja, wir werden sehen. Wie immer Geduld. Oh, da brauche ich mich kaum anstrengen. Sehr schön. Ein Hering.
Hering esse ich tatsächlich eigentlich nur so weit in dieser Tomatensoße aus der Dose. Ansonsten Fisch bin ich nicht wirklich so ein Freund von. Ich weiß, man sollte auch mehr Fisch essen, aber wenn es einem nicht schmeckt, dann ist doch auch doof. Noch ein weißer Thunfisch. Diesmal sogar aufs Maximum und sofort angebissen. Na holla. Das dürfte jetzt auch wieder ein Hering sein. Oder? Jupp. So, sehr schön. Wie ruhig es auch mit mal ist. Hier am Meer. Und noch einer. Ach ja. Habt ihr das manchmal auch? Ihr habt saumäßig Hunger, aber keinen Appetit? Das habe ich heute irgendwie. Oder an sich schon die letzten Tage. Ich möchte was essen, weil ich Hunger habe, aber der Appetit ist nicht da, damit ich es runterkriege. Ist echt bescheuert. Nee, da habe ich mich jetzt wieder fehlleiten lassen. Was soll's. Na? Wollte schon sagen, ist hier oben auf der Laterne auch Schnee drauf? Sieht wirklich so aus, ne? Den Schatz bitte. So. Na komm, Fischi, Fischi. Lass dich fangen. Nö. Na hier, sieht wirklich aus, als wäre da Schnee drauf, ne? Ach ja. Nö, Seetang. Oh, wir müssen auch langsam nach Hause. Okay, gut. Das ist das Zeichen, heute nicht mehr. Dann können wir ja am nächsten Tag einmal direkt dann, hin und angeln ab 18 Uhr. Vielleicht haben wir dann etwas mehr Glück. Oh, Willi. Hi. Manche Fische kommen und gehen mit den Jahreszeiten. Manche kommen nur bei Nacht oder im Regen raus. Jupp, das wissen wir schon. Es wird spät. Lea geht auch nach Hause. Oh, Clint auch. Menü. Hering, Mani, annehmen. Dann darf ich den einen Hering jetzt nicht verkaufen. Den hier. Aber auch schon wieder mit Iridiumstern. Das ist super. Ich frage mich gerade, wie viel die bringen. Ich würde die gerne komplett verkaufen jetzt. So, dann mal gucken. Quatsch, hier. Hering, habe ich dafür keinen Platz mehr? Hering, da und da. So, so. Dann kann ich das so machen und dann gebe ich hier einen von den Silberfischen. Silberfische. So ein bekloppter Wortwitz. Dann hier die Muschel. Sonst ist nichts weiter da. Das kommt rein. Gut. Ich wollte schon sagen. Die Puppe noch. Den Trilobit. Der Rest wird weggepackt. Und einsortiert. Die Brille kann ich gleich schon mal hier mit reinschmeißen. Erze. Edelsteine. Das habe ich vergessen wegzupacken. Na, rein da. Sehr schön. Oh, die Marmelade ist fertig. Ah, der Ahornsirup auch. Egal, so. Zack, rein damit. Wird verkauft. Jetzt finde ich es schade, dass hier vorne das Bett nicht mehr steht. So. Ach, ist das schön. Ja, bringt leider nicht so viel, ne? Zweimal Brombeergelee. Oder Marmelade, wie auch immer. Ja, ist okay.
So. Mist, Linus hatte Geburtstag. Ah, ich hab's vergessen. Da habe ich schon den Kalender hier und dann vergesse ich sowas. Naja, ich habe eben gesehen, der Mülleimer ist fertig. Nächsten Tag schneit es wieder. Wahrsager, neutrales Glück und Leben vom Land. Du willst bestimmt wissen, wie du an verfeinerten Quarz kommst. Wirf einfach gewöhnlichen Quarz in den Schmelzofen. Dann brauchst du noch einen Kohleklumpen und das Feuer, um das Feuer zu entfachen. Ach ja, genau, das wollte ich noch wegpacken. Wie sich auch hier unten die Klappe öffnet. Cool. So, und wieder einmal gießen, aber vorher. Mani, okay. Ah, richtig. Yuriko, ich habe etwas Neues. Man nennt es Autogreifer. Das Ding kann deine Kühe und Ziegen melken, deine Schafe scheren und das ganz alleine. Aber es ist ein Luxusgegenstand, deswegen nehme ich 25.000 Gold dafür. Mani. Mhm. Ah, cool. Hey, ich habe dieses Ding irgendwo in einem Schrank gefunden. Dachte, du könntest was damit anfangen, Pam. Energietonikum. Cool, brauchen wir nicht kaufen. So. Oder ich schmeiße einfach Brillen mit in die Recyclingmaschine, dann kriege ich auch verfeinertes Quarz. Nein, da hinein. So. Ah ja, gießen. Hätte man jetzt auch nicht gedacht, dass man auch nochmal im Winter gießen muss, ne? So. Dann machen wir ruhig von hier aus. Dann so. Dann einmal so. Und den einzelnen. Das ist doch etwas effizienter. Zack. So, Gießkanne wieder weg. Heute ist Donnerstag. Wir gehen am besten gleich zu Mani hin. Die dürfte ja auch wieder bei sich zu Hause sein. Die Tiere gestern, habe ich die gepflegt? Ja, ne? Oh, ich glaube, ich habe die nicht gepflegt. Oh nein. Ui! Jetzt schon erwachsen? Sisi, sieht glücklich aus. Sieht wirklich glücklich aus. Wir haben die ersten Eier. Super! Aber doch, ich hatte das tatsächlich vergessen. Oh, das ist doof. Und damit mir das nicht nochmal unterläuft. So. Wir könnten uns jetzt eine Mayonnaise-Maschine basteln. 10 Holz, 15 Steine. Ne, 15 Holz, 15 Steine, ein Erdkristall und einen Kupferbarren. Werde ich auch machen. 2 Mayonnaise-Maschinen. Und ja. Mayonnaise ist eben nun mal um einiges mehr wert als nur die Eier. Ist klar. Dann hier nochmal. Machen wir 2 Kupferbarren. Dann hieß es Erdkristall. 2 Stück. Deswegen habe ich da auch noch aufgehoben. Und dann eben Holz und Stein. So, hier. 1, 2. Steine und Holz wieder weg. Ah, komm, die Fackeln packe ich auch mal endlich weg. Ahornsirup auch. Der Fisch ist für Mani. Und dann würde ich die beiden Teile erst einmal hier unten mit hinpacken. Da und da. Aber nur vorübergehend. Genau, neue Marmelade möchte ich ansetzen. Ja, stimmt. Nicht von hier, sondern ab jetzt immer von drinnen. Und 3 Stück brauche ich. Da würde ich sagen... ja, was kann ich machen? Ich würde hier die Preiselbeeren nehmen. Denn die haben richtig gut was gebracht. So. Nein, nicht essen. So. Gut, Tiere sind versorgt. Wir haben das soweit gemacht. Dann würde ich jetzt runtergehen, wie gesagt, zu Mani, ihr den Hering bringen. Na, na, na. Erst einmal hier. Na, Stein. Wir haben doch jetzt so viele. Stimmt, könnten wir eigentlich mal versuchen zu verkaufen, ne? Ah ja, die Hühnerstatue können wir auch verkaufen. Ja, donnerstags ist nicht so viel los.
Ah ja, die süßen Kühe. So, Mani, du wolltest einen Hering haben. Hallo, Yuriko. Du hast mir gebracht, wonach ich gefragt hatte. Sieht perfekt aus. Hier ist deine Bezahlung, wie versprochen. Hi, brauchst du etwas? Ich bekomme vielleicht ein paar neue Tiere in der Zukunft. Aber ich muss zuerst abklären, dass es auch einen Markt für sie gibt. Also wirst du mir erst dein Talent bei der Tierhaltung beweisen müssen. Behandle deine Tiere einfach weiter mit Respekt und gute Dinge werden passieren. Ja, das ist klar. So, Lieferung. 90. Boah, ist okay. Fange einen Tintenfisch und auf den Grund der Mine. Genau, Tiere kaufen. Wir könnten später eben hier die anderen Tiere noch kaufen. Aber Hühner haben wir momentan genug. 2 reichen für den Anfang. Sehr schön. Dann, ja, ich kann jetzt großartig nichts machen. Wir haben gegossen. Und ja. Ich will jetzt einmal rübergehen in die Richtung. Da wir später sowieso nach unten zum Strand gehen, brauchen wir jetzt nicht hin. In der Kneipe ist nachts manchmal ziemlich viel los. Manchmal werfen wir sogar eine Münze in die Jukebox. Ohoho. Ich mag es, mindestens einmal in der Woche vorbeizuschauen, um auf den neuesten Stand zu kommen. Ja, ist ja in Ordnung. Halt, da unten. So. Mal hoffen, dass das auch was bringt. Ja, 4 Golderz immerhin. Wie gesagt, früher war es dann immer so, dass das nicht funktioniert hat richtig. Leider. Stimmt, erstmal zu Clint. Yeah. Der Stahlmülleimer. Genau, wenn wir das jetzt verkaufen wollen, gibt es immerhin 15 Gold dafür. 30. Nichts. Wow. 42, ja. Aber ich glaube, wenn wir zu Robin gehen, dann dürfte das gehen. Denn die kauft ja unter anderem auch Stein und so weiter an. Stimmt. Kann ich verkaufen? Ach komm. So. Dann würde ich jetzt gerne zum Steinbruch nochmal ein bisschen weiter hier kloppen. Stimmt, ich könnte ja auch ruhig die Spitzhacke schon mal aufwerten. Ach, wisst ihr was? Das mache ich jetzt. Clint hat jetzt noch ein bisschen auf. Ja, bis 16 Uhr. Und wir brauchen ja die bessere Spitzhacke. Und ist ja auch erstmal nur auf die Stahlaufwertung. Ja, das ist schon okay. Die letzte Zeitung und 5 Eisenbarren. Ach nee, hier so. Sehr schön. Das hinein, das hinein. Das Gold hätte ich da auch gleich mit reinpacken können. So. Aber wie gesagt, denn im Winter werden wir jetzt auf jeden Fall noch die Spitzhacke gut gebrauchen können, da wir ja ständig dann auch in die Mine gehen. Zur Stadt. Kostet, glaube ich, 5000? Ja. So, Clint. Werkzeuge verbessern. Na, auf Gold kostet 5000, aber naja. Danke, ich fange damit so bald an wie möglich. In ein paar Tagen ist es fertig, wie immer. Das Geschäft läuft in letzter Zeit etwas langsam. Du solltest deine Werkzeuge verbessern. Ich habe dir gerade meine Spitzhacke gegeben. Grrr. Das ist manchmal auch ein bisschen so, hä, ist ja gut, ich habe dir das gerade gegeben, da brauchst du mich nicht anbetteln. Na, so fühlt sich das manchmal an hier. Pam geht natürlich wieder hier einkaufen. Halt! Es ist schrecklich kalt. Ein Kneipenbesuch sollte mich aufwärmen, findest du nicht? Hehe. Ja, wieder mal nur eine Ausrede zum Saufen. Warum schaust du nicht auch in der Kneipe vorbei und probierst den Oh, sei froh? Was? Okay. Genau, hier oben kann man dann diesen Anglerfisch fangen, wenn man sich hier hinstellt und dann nach oben angelt. Keine Würmer, nichts. Oh, dieser doofe Gang hier. Deswegen gehe ich hier so selten entlang. Warum habe ich jetzt gerade den Geschmack und Geruch von Marzipankartoffeln in der Nase gehabt? Das ist manchmal so bekloppt. Naja, Caroline, Caroline.
Was mache ich heute zu Abend? Vielleicht hole ich etwas aus der Kneipe zum Mitnehmen. Naja. Atme tief durch. Hast du ihn bemerkt? Das ist der Geruch der See, der an ihm haftet. Wie fühlst du dich? Belästigt? So ein bisschen? Ach komm, so, brauchen wir sowieso später. Okay, ja, die anderen Setzlinge, das holen wir wirklich erst in den nächsten Jahreszeiten. Das braucht halt Zeit, bis wir das machen können. Genau, mit ihm haben wir schon gequatscht. Oh, ich weiß jetzt nicht, was ich machen kann. Genau, hier jetzt ein Wintersternbaum. Ich backe heute Kekse. Ich mag es, im Frühling Blumenform zu benutzen. Vielleicht verrate ich dir eines Tages mein Rezept und das hat sie mir schon so oft gesagt. Mein Vater arbeitet beim Militär und ist auf einem Einsatz gegen das Gotoro-Reich. Deswegen ist er nicht hier. Er kommt aber bald zurück. Sam ist mit seiner Musik ganz schön laut. Ich hoffe, das stört die Nachbarn nicht. Welche Nachbarn? Das ist schon, ne? Recht weit. Achso, da war ich schon. Emily und Haley. Es muss so kalt für die armen Fische sein. Ach, die sind das gewöhnt. Ich frage mich, ob irgendwelche Fische Winterschlaf halten. Vielleicht sollte ich Demetrius fragen. Ja, mach das. Der kennt sich da aus. Ich werde eine Liste von Klamotten aufsetzen, die ich für den nächsten Frühling brauche. Schuhe, Socken, Pullover, T-Shirt, Hose. Reicht. Das ist Standard alles. Höchstens noch vielleicht eine Bluse oder einen Rock. Je nachdem, was man haben möchte. Ja. Okay, eine normale Muschel, leider. Ich werde mich wahrscheinlich richtig pesten, wenn wir dann den ersten Frühling haben und dann keine Nautilus-Muschel gesammelt haben. Oh wow, 6 Herzen bei ihm. 5 und so bei Abigail und Leia. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Selbst bei Elliot können wir jetzt in die Hütte rein. Ah. So, was hat er denn hier? Scheint, als würde Elliot versuchen, einen Bonsai-Baum wachsen zu lassen. Sieht bisher cool aus. Ja. Ansonsten, hier ist auch nochmal eine Pflanze. Es ist eine Mini-Palme, importiert aus der Kaliko-Wüste. Aha. Elliots Schreibtisch, voller Notizen und zerknülltem Papier. Dann radier es doch wenigstens weg. Es ist ein Gemälde von Leia. Ach cool, das ist ja schön. Ein leeres Buch. Ein leerer Nachttisch. Naja, das war's. Halt nur eine kleine Hütte. Ach ja, dann hier ist sonst nichts. Höchstens nur noch die Koralle hier. So. Aber wir können ja jetzt schon mal anfangen mit Angeln. 65 Köder haben wir noch. So. Und dann mal schauen. Super. Eine Seegurke. Oh, sogar schon mit Iridiumstern. Eine schlüpfrige, schleimige Kreatur, die am Grund des Ozeans gefunden werden kann. Ich wollte gerade sagen, spricht da jemand von mir, aber nein. Na Quatsch. Ich lebe ja nicht am Grunde des Ozeans. Leider. Obwohl, meine Tiefenangst. Oh, nee. Dann lieber nicht. Minecraft und so, ja, immer, gerne. Dann mache ich mir gerne wirklich so eine Unterwasserbasen, aber ansonsten... Oh, man kriegt mich nicht ins tiefe Wasser. Eine Rotbarbe. Oh, auch mit Iridiumstern. Krass. Ich müsste gleich mal gucken, auf welchem Angellevel wir bereits sind. Dass wir schon so gute Fische dabei rausholen können. Moment, der Schatz. Und dann das Fischlein. So, sehr schön. Oder besser gesagt, die Seegurke. Oh, diese
so Köder als Schatz, das finde ich immer doof. Aber naja, genau. Hofarbeit endlich auf Stufe 10. Minenarbeit müssten wir noch machen. Kampf müssten wir auch noch weitermachen. Sammeln und Fischen sowieso. Ja. Moment, komme ich bis da hinten hin? Nee. Das ist schade jetzt. Hm. Selbst wenn ich mich einen nach rechts stellen würde. Na, ganz kurz. Mist. Die Sardine. Auf Maximum und... Ah doch, das zählt noch. Super. Das hätte ich nicht erwartet. Na. Nein, nein, nein. Oh, gerade so. Wieder eine Sardine. Ah, das zählt jetzt nicht. Da müsste ich dann wirklich immer wieder aufs Maximum kommen. Schade. Nö, so begeisterte Fische heute wieder. Die sind so begeistert, dass sie angeln dürfen. Geangelt werden dürfen. Und damit ist es auch schon weg. So, dann dürfte auch bald der Tintenfisch anbeißen. Wollen wir es hoffen. Aber wie immer erst halt ab 18 Uhr. Sehr schön. Ah, ich muss mir auch gleich mal was zu trinken holen. Ich wollte gleich noch eine Folge von Magicat aufnehmen. Nee, das kommt ja auch nur immer alle 2 Tage. Damit es immerhin so eine kleine Abwechslung ist von Stardew Valley. Sonst ist es ja auch irgendwann einfach zu langweilig hier auf dem Kanal. Dann wollte ich nochmal gucken, ob ich heute Abend oder so oder morgen nochmal was an Horror aufnehme oder so. Mal sehen. Na stimmt, die Folge, die heute kommt, ist, glaube ich, Folge 42. Und das, was ich jetzt gerade aufnehme, ist, glaube ich, 44. Ich bin mir unsicher. Nee, bleib hier. Oder 43? Ach, ich weiß es nicht mehr. Ich komme da manchmal so durcheinander. Ja, da hinten. Wie soll ich da bitte schön hinkommen? Hm. Das finde ich halt immer schade, dass man dann, wenn die Blubberbläschen da sind, man da auch nicht hinkommt. Naja. Mal gucken. Ah, wir haben jetzt schon eine Stufe erhöht. Wir hatten eben Stufe 8 nur. Oh, meine Hand ist so am Schwitzen. Eigentlich ist es draußen relativ kalt. Den ganzen Tag ist es schon wieder am Regnen. Naja, aber durch den Computer... Naja, knappe 26 Grad bald wieder hier drinne. Uiuiui. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Oh, das war knapp. Nein, du bleibst schön hier. Du bist wahrscheinlich der Tintenfisch, den ich suche. Nein, komm her. Es ist zickig. Aber hat auch nicht mehr so viel Kraft. Und es ist der Tintenfisch. Super. Dann können wir den am nächsten Tag zu Willi bringen. Oder vielleicht treffen wir ihn auch nochmal in der Kneipe an. Supi. Hat jetzt aber nicht so lange gedauert. Das mit dem Kugelfisch, das hat ja wohl, ne? Das ging ja wohl gar nicht. Ein Heilbutt. Okay. Wusste gar nicht, dass es den im Winter auch gibt. Aber gut, einige Fischarten, die gibt es ja das komplette Jahr über. So diese ganzen... Hui, Standardfische. Nein, du bleibst hier. Du bleibst schön hier. Dich fange ich. Nein, hier... So, gut. Wusste ich doch. Ich frage mich auch, damals, als das Spiel rausgekommen ist, 2016 war das, glaube ich, da haben sich ja sehr viele auch eine Mod installiert, damit das Angeln leichter geht. Ich habe da noch nie so richtig heftige Probleme gehabt. Wie gesagt, auch die Legendenfische. Keine Mod, kein gar nichts. Nur das, was im Spiel halt vorgegeben ist. Daher verstehe ich das manchmal gar nicht. Ah ja, das war jetzt meine Schuld. So motiviert wieder die Fische.
Deswegen frage ich mich auch. Ich habe ja tatsächlich auch damals mitgeguckt, wie Gronkh das gespielt hat. Und ja, er hat, glaube ich, bis zum Herbst vom 2. Januar gespielt und hat dann gesagt, so, jetzt ist gut. Jetzt habe ich es erreicht, was ich erreichen wollte, soweit. Ein schönes Ende kreiert für sich und ja, hat dann einfach aufgehört. Was ja auch okay ist. Nur ich frage mich dann auch, wie hätte er das weitermachen wollen mit dem Gemeindehaus, wenn er schon so Probleme mit dem Angeln hat? Da hat er sich ja so richtig aufgeregt. Das weiß ich noch. Na, schade. Kein Perfekt, aber was soll's. So, ich gehe jetzt aber erstmal wieder nach Hause. Wir haben jetzt 2 Tintenfische gefangen. Einen packe ich mal lieber ruhig beiseite. Vielleicht treffen wir, wie gesagt, Willi noch in der Kneipe. Dann können wir den bei ihm abgeben. Ich glaube, den dürfen wir sogar behalten. Ist einfach nur so ein Beweis für ihn. Ja, wir haben es geschafft. Dass die Kunst des Angelns in uns noch weiterlebt. Na, ist da noch was drin? Jo, ein Brot. Brot. Ja, da ist er. Perfekt. Hier den Tintenfisch. Hey, du hast es geschafft. Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Ich bin beeindruckt. Der Winter ist eine gute Zeit, um die alte Angel wieder rauszuholen, nicht? Genau, er braucht etwas Aufwärmung. Ah, nee, haben wir ihm gegeben. Gut, dass ich dann noch einen zweiten gefangen habe. Ah ja, Shane. Was willst du? Lass mich in Ruhe. Oh, Kekse. Stimmt, da wollte ich vorhin ansetzen, Kekse backen. Es ist momentan echt schwer, frische Zutaten zu finden. Ich habe in letzter Zeit eine Menge Brot gegessen. Na, no. Ja. Achso, ja, Pam, wie üblich. Hey, du siehst aus, als könntest du ein Getränk vertragen. Genau. Mit Emily haben wir schon geredet, so wie es aussieht. So. Ja, nur noch die 3 Rezepte. Kartoffelpuffer. Oh, wie gern hätte ich mal wieder Kartoffelpuffer. Oh, die habe ich ewig nicht mehr gehabt. Ich glaube, das letzte Mal Kartoffelpuffer, das waren auch nur so eine fertigen. Einfach in die Pfanne schmeißen, kurz anbraten, fertig. War jetzt nicht so köstlich. Aber selbstgemachte, die sind super. Als wir damals hier in die Wohnung gezogen sind, in der wir jetzt wohnen, hatten wir noch eine Vierkantreibe. Aber beim Umzug, die ist abhanden gekommen. Ich weiß nicht, wo die abgeblieben ist. Ich habe die komplette Wohnung schon auf den Kopf gestellt und nichts. Das ist so scheiße. Habt ihr das auch manchmal, dass ihr wisst eigentlich, ihr habt das irgendwo noch rumliegen und dann irgendwie so, nö. Einfach so, nö, ist weg. Weißer Thunfisch, der war nur hier drin. So. Können wir irgendwas verkaufen? Ich glaube nicht. Ich muss mal ein bisschen dichter rangehen, deswegen etwas leiser reden, bevor ich das in das Mikro reinbrülle. Nee. Ah doch, da. Den einen Hering kann ich jetzt verkaufen. Das ist gut. So. Dann die Rotbarben. Das. Ah ja, die Mayonnaise ist fertig. Richtig. Das packe ich dann gleich da hinein. Das. Da. Ach komm, da hinein. Obwohl, nee, das kann ich doch auch mit in den Kühlschrank packen. Die Mayonnaise können wir jetzt einmal verkaufen. Aber dass die Hühner so schnell erwachsen geworden sind, ist so krass. Ich dachte, das dauert jetzt noch so gut einen Monat oder so. Naja, Monat. So 2, 3, 4 Wochen. Gut, ich würde jetzt aber auch einfach schlafen gehen und die Folge damit auch beenden. Ja, Kätzchen. Und Angeln Stufe 9. Plus 1 Angeleffektivität und wir können jetzt einen Magneten basteln. Und als Kochrezept Meerschaumpudding. Gittigit. Dann lieber Mandel- oder Pistazienpudding. Oh, aber nur den selbstgekochten. Gekauft, das schmeckt widerlich. Für 2 Stück 380, das ist okay. Dann eben noch für die Fische. Ja, das kann sich sehen lassen für den Anfang.
Ja, 814 Gold nochmal dazu. Sehr schön. Aber das war's dann auch wieder soweit. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch nicht habt, könnt ihr auch gerne abonnieren. In der Videobeschreibung findet ihr auch noch den Link zu Twitter. Da könnt ihr mir auch gerne folgen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Stardew Valley wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.